Und da wären wir auch schon wieder. Ich will jetzt am Anfang der Folge erstmal das Fenster hier wieder zurückbringen, weil man sonst gar nichts sehen kann. Genau. Also am Anfang der Folge will ich noch ein bisschen hier die Bodenplatten rausbrechen. Aber danach möchte ich mal einen kritischen Blick auf die Festung werfen, was wir noch so verbessern könnten. Denn mir wurde jetzt schon von mehreren Leuten vorgeworfen quasi, dass ich nicht genug Micromanagement betreibe. Das mag den einen oder anderen hier irritieren, weil wir ja eigentlich hier alles nur Micromanagement haben. Aber ja, halt so richtig kompliziertere Sachen. Zum Beispiel die Workshops ein bisschen besser organisieren und dergleichen. Da gibt es auch einen Thread in meinem Forum zu. Also falls ihr Ideen habt, wie man das Ganze noch effektiver gestalten könnte oder was für interessante Herausforderungen man noch meistern könnte, einfach da dann was posten. Also, unten die Blöcke wegbauen war mein erster Plan. Genau hier. Also, es gab auch einen Tipp mit den Treppen, den habe ich aber nicht ganz verstanden. Das heißt, ich mache es erstmal so weiter wie bisher und gucke mir das mit den Treppen im anderen mal an. Also die Idee war, glaube ich, dass wir statt zu channeln einfach überall Treppen runter machen und Treppen hoch auf der Etage darunter und dann die oberen Treppen abreißen. Aber ich glaube, so einfach geht das nicht. Aber wie gesagt, muss ich mir bei Zeit nochmal angucken. Erstmal wollen wir jetzt ein paar Sachen auch wieder abbauen. Die Bodenplatten hier zum Beispiel. D, B, nein, wie kriege ich die weg? T? D, B. Nicht Reclaim, Remove. Hä? Ich hätte schwören können, man könnte die Bodenplatten irgendwie auswählen, eigentlich mit Q. Und dann die ganzen abbauen, ähnlich wie die Wände. Und da habe ich mich wohl irgendwie getäuscht. Also, Q ging nicht. T ist normalerweise für in Workshops reingucken und dergleichen, geht auch nicht. In V wähle ich die Einheiten aus. Bin ich jetzt ganz mischugge? Ach, einfach D und dann N. Da unten. Remove Construction. So. Das kommt davon, wenn man zu viele Projekte nebenher hat. Man vergisst die Hälfte. Also die kann weg, die kann weg. Und das da kann auch weg. Warum auch immer wir da Bodenplatten gesetzt hatten. So. Und der Rest ist hier noch fleißig am Minern. Sehr schön. Da müssen wir jetzt ganz vorsichtig vorgehen. DH. Erstmal nur da channeln. Dann da, dann da, dann da, dann da und so weiter. Und hier können wir jetzt einmal einen Schnitt machen. So. Ich finde es auch ein wenig irritierend, dass man den Channel-Befehl unter den Steinen nicht irgendwie hervorblinken sieht. Aber na gut. Ich könnte eh die ganzen Steine mal verstecken. Dazu mache ich mal so. D. B. Und dann hier den Hide-Befehl mit H. Und verstecke jetzt einfach mal alle Steine. Zack, 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 zack. Was ich nicht verstecken sollte, sind die Knochen. Sonst vergammeln die da weiter vor sich hin. Und ein paar Sachen werde ich manuell wieder rückgängig machen müssen. Wie zum Beispiel hier gerade ein Wheelbarrow oder dergleichen. Genau das da. H, nicht verstecken. Das wäre sonst komisch, wenn wir mit so einem unsichtbaren Wagen vor uns herfahren würden. Muss ja nicht sein. Und die Dinger da unten müssen noch geclaimed werden. Also D, B, C. Ihr drei bitte irgendwo auf dem Mülleimer. Sehr gut. Hier, wo die Merasma-Wolke gerade ist, sind da noch mehr Knochen? Merasma. Da geht's nach unten. Nee. Da sehe ich jetzt nichts. Eine Etage tiefer vielleicht. Fungus. Also hier ist jede Menge Miasma. Also wäre es anzunehmen, dass hier irgendwas vergammelt ist. Was dann runtergefallen ist. Aber ich sehe gerade nichts. Noch eine Etage tiefer. Hier ist das Wasser. Ist irgendwas im Wasser am Vergammeln? Ich sehe nichts. Aber hier geht es auch eben überall noch tiefer. Ah, da ist doch was. Ja, da ist jemand runtergetrudelt. Hammerzwerg, Duki, Mac, irgendwas. Verrottete Leiche. Das ist jetzt nicht gut, zumal wir da auch nicht rankommen. Nee. Also wir können natürlich überall immer rankommen. Man kann so quasi alles schaffen in diesem Spiel, aber es ist immer ein riesen Aufwand. Und da fällt mir jetzt gerade keine schnelle Lösung ein. Also wir könnten das Wasser hier wieder abfließen lassen, aber wir wissen ja, wie schnell Wasser abfließen geht. Also lassen wir es erstmal so.
Und hoffentlich wird er dann irgendwann aufhören zu stinken, genauso wie die Goblins hier hinten. Und dann auf ewig konserviert da unten bleiben. Ja. Guti. Also, Bodenplatten haben ein bisschen was gemacht, das soll mir reichen. Und jetzt gucken wir uns die Festung mal an. Was ich primär zuallererst verbessern möchte, sind die Stockpiles. Wir haben viel zu viele verschiedene Stockpiles. Jo. Stopp, da ist gerade was zusammengebrochen. Ich hätte gerade schwören können, da wäre eine Nachricht gewesen, dass irgendwo wieder was zusammengebrochen ist. Ach du. Oh, wow. Ja, da ist recht viel zusammengebrochen. Aber es hat anscheinend niemanden erwischt. Die hier sind aber alle betäubt. K. Nee, V. Wunden. Ohnmächtig. Sogar hier hinten im Raum noch. Das muss eine ganz schöne Druckwelle gewesen sein. Und du bist auch ohnmächtig. Also keiner wurde getroffen. Die wurden alle nur umgepustet. Ich weiß aber nicht, was da runtergekommen ist. Also so wie die Wolke aussah, die war ja richtig hier über den ganzen Bildschirm. Hätte ich schwören können, dass hier ein Stück von der Deckenplatte weggebrochen ist, aber da ist nichts. Komisch. Na gut, solange keiner stirbt, lasse ich mich von sowas nicht irritieren. Ich denke mal, es wird nur ein, zwei Steinblöcke gewesen sein. Aber warum nur so eine Riesenwolke? Na gut, ihr macht da mal weiter. Wir gucken nach oben. Stockpiles checken und so. Hier haben wir... Was haben wir hier? Genau, hier haben wir schon mal einmal trinken und einmal fertiges Essen. Das Ding können wir jetzt ja auch auflösen. Da wir unsere Mega-Stockpiles jetzt haben. Hier. Eine Sache, die mir vorher nicht aufgefallen ist, wir haben die ganzen Steine noch drin liegen lassen. Das ist nicht gut. Also DB... D. Die dumpen wir jetzt erstmal alle. So, da unten können wir auch schon mal alles dumpen für den nächsten Stockpile. Und dann sollten wir auch gleich gucken, wo denn der Dumpbefehl hinführt. Denn ich weiß nicht mehr, wo wir alle noch, überall noch Müllzonen definiert haben. So. Jetzt nochmal von Hand ein wenig durchgehen. Nicht, dass ich da aus Versehen irgendwas wieder wegschmeiße, das fängt an zu gammeln und wir haben dann wieder ein Problem. Zum Beispiel hier den Pot, den hätte ich nicht unbedingt dumpen sollen. Genau wie da und da. Hier ist alles in Ordnung. Chat kann weg. So, und hier drüben haben wir auch überall noch welche dazwischen liegen. Die können wir auch mal so raussortieren. D. Da einmal mit Plus runtergehen, D. Was haben wir hier noch? Kaolinit. Das war für irgendeine Art von Porzellan noch ganz wichtig. So, und schwupps, haben wir nur noch 9 Arbeitslose. Das ist doch schon mal sehr gut. Also ja, unten die Stockpiles mit dem Essen und Trinken können wir dann erstmal aufheben. Die hier. PX. Den. Da weg. Und das kleine Fitzelchen da unten auch noch weg. Das heißt, wir haben jetzt, wenn ich das richte... Was ist hier? Hier haben wir nochmal einen Trinken-Stockpile. Genau das meine ich. Das ist alles viel zu unübersichtlich. PX. Du. Weg. Das heißt, die müssten jetzt alle abtransportiert werden. Sobald die Zwerge mit Trinken fertig sind, natürlich. So, weiter nach oben. Und dann müssen wir gucken, ob der Platz überhaupt reicht. Aber ich denke, wenn der Platz nicht reichen sollte, sollten wir einfach aufhören, Trinken zu produzieren. Denn das ist wirklich eine Menge Vorrat, den wir dann haben. So, ihr seid alle am Schleppen. Sehr gut. Wovon haben wir noch recht viel? Wir haben sehr viele Stone-Stockpiles. Also wir haben hier diese Kaolinit, aber es reicht auf keinen Fall. Und wir haben hier Chert und andere Steine, die nicht Granit sind. Granit benutze ich ja primär für die Möbel, damit die alle einheitlich aussehen. Die restlichen Steine könnten eigentlich alle zu Kinkerlitzchen verarbeitet werden. Aber es sind mir hier einfach zu wenig auf einem Haufen. Das heißt, wir gucken einfach mal, ob wir dahinter noch ein, also ähnlich wie hier, einfach direkt dahinter nochmal so einen Block setzen können. Wo waren jetzt die Steine? Hier. Also von hier
Bis da. Ja, das passt. Auch wenn es ein bisschen nah an dieser Treppe hier nach unten ist. Ja, also weiten wir es jetzt quasi in Richtung Turm Nummer 2 aus. Wir haben ja hier unseren Hauptturm Nummer 1 und dahinter Turm Nummer 2, wo die Schlafsäle sind. Und dahinter dann Bereich Nummer 3, wo eigentlich nur die Pilze sind. Aber diese Bereiche vermischen sich jetzt langsam. Alles ein wenig unübersichtlich. Hätte ich mir vielleicht vorher ein wenig mehr Gedanken machen müssen. Aber das ist ja das Schöne an Dwarf Fortress. So lernt man dazu. Und in der nächsten Festung wird alles besser. Also den Bereich würde ich jetzt gerne ausheben. Danach setze ich die Workshops hier um, dass sie in einer Reihe sind. Und mache dann hierhin einen kleinen Stockpile, wo denn die Sachen hinkommen, die in Stockpiles produziert werden, Quatsch, in den Workshops produziert werden. Und dann hier den großen Stockpile, wo die Rohmaterialien hinkommen. Das heißt, die Rohmaterialien werden von den Arbeitern abgeholt, werden hier weiterverarbeitet, werden dann kurzfristig hier abgeladen und dann später von einem größeren Stockpile abgeholt. Das könnte auch nochmal interessant werden. Ist übrigens auch eine der in Anführungszeichen Herausforderungen aus dem Forum. Und klingt für mich sehr effektiv. Etwas Ähnliches können wir hier unten auch noch machen. Also machen wir nochmal hier. Zack. 1, 2, 1, 2. Und hier kommen dann die ganzen roten Steine hin. Das heißt, hier würden dann die Brennöfen für das Porzellan hinkommen. Auch wenn wir das noch nicht benutzen, ist es doch schon mal schön, wenn wir das dann für später vorbereitet haben. So, da sind die Miner jetzt auch eine ganze Weile beschäftigt, auch wenn die unten schon zu tun haben. Und hier sind sie richtig am Wuseln. Guckt euch das mal an, wie die ganzen Steine abtransportiert werden. Sehr schön. Die Fässer hier stehen auch noch alle rum. Das ganze Ding können wir leider nicht schleifen lassen, weil es halt aus Lehm gehauen ist. Aber wir können trotzdem noch mehr Bodenplatten mit der Zeit hier reinstellen, damit der Boden nicht so bunt aussieht. Allgemein sollten wir vielleicht noch ein paar andere Sachen hier reinstellen, die einfach schön aussehen. Damit die Zwerge, während sie ihre Essen essen und so weiter, auch was zum Gucken haben. Also so einen kleinen Mini-Zoo zum Beispiel. Einfach ein paar Käfige, dass die Zwerge, wenn sie hier vorbeikommen, auch positive Gedanken bekommen, weil sie halt ihre Lieblingstiere sehen. Und Carbon ist tot. Und Migranten. Und überhaupt. Aber warum ist Carbon tot? Z. Ah. Der ist wohl schon sehr lange tot. Und wurde jetzt erst gefunden. Tja, so ist das Leben eines Zwerges. Man taucht auf, geht über Goldstraßen und stirbt. Aber guck mal, wie viele Migranten das jetzt sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, eine Menge. Und ich sehe da andauernd wieder Troglodyten, die rumnerven. Das ist nicht gut. Zoom. Hier irgendwo. Aber die Troglodyten verursachen nicht allzu viel Schaden. Gucken wir kurz auf die Kampf. Ah, doch, hier. Einmal wurde er angegriffen. Ein Pferdekind ist am Kämpfen. Und Carbond ist am Kämpfen. Gegen was hast du denn gekämpft? Gegen Troglodyten. Autsch. Okay, so viel dazu, dass die Troglodyten nicht gefährlich sind. Befehl zurück. Alle Mann zurück. Wir müssen F2. F2 war unser Hotkey hier unten. Wir müssen jetzt erstmal Militär. M. Alarm und Inside. Dann werden die Aufgaben hier erstmal stillgelegt. Und wir haben Zeit genug, um die Troglodyten umzubringen. Nee. Und es kommen weiterhin Migranten rein. Also ja, wir haben ein, zwei Zwerge verloren, aber ich denke mal, wir haben mehr neue Migranten bekommen. Und das ist erstmal das Wichtigste. Gucken wir mal, ob jetzt noch irgendwelche Goblins hinterherkommen. Das wäre nicht so schön. Aber schaut bisher nicht so aus. Okay. Noch eine Sache, die wir machen müssen, ist unbedingt hier die Butcher- und Tanner-Workshops rausnehmen. Weil direkt neben Trade Depot ist erstmal nicht besonders effizient. Und es passt doch einfach nicht. Das heißt, hier kommen dann echt nur die Stockpiles hin von den Sachen, die wir auf jeden Fall verkaufen wollen. Nicht Möbel oder dergleichen. Das sieht doch schon richtig ordentlich aus. Und ich habe einen kleinen gedanklichen Fehler gemacht. Unsere Zwerge gehen jetzt gar nicht mehr oben in die Essenshalle. Die hocken sie einfach hier in die Fässer. So war das echt nicht gedacht, Jungs. Aber na gut.
So, was ist mit den restlichen Steinen? DBD. Die haben alle noch ihre Dampfbefehle. Sehr gut. Da fehlen noch ein paar. K. Chat und Chat. So. Ich sehe bisher keine Goblins. Das ist schon mal sehr gut. Scroll ich nochmal runter mit F2. In der Hoffnung, dass da im Tunnel ist keiner. Sehr gut. In der Hoffnung, dass die Trotelüten jetzt reinlaufen. Und das tun sie auch. Der erste ist schon eine Falle getappt. Und der zweite steht jetzt nur davor und wartet. Wie viele Haule haben wir denn allgemein? Wie viele Trotelüten haben wir denn allgemein? Wir haben sehr viele Gefangene und wir haben nur noch... Nein, ein Troll. Ich hasse die Dinger. Naja, also wir haben nur noch einen freilaufenden Trotelüten. Das ist schon mal sehr gut. Und wo ist der Troll? C. Der Troll ist hier am Kartenrand. Da werde ich auch warten, bis er in die Falle läuft. Also unten die Bauarbeiten werden so lange warten, bis es auch wieder einigermaßen sicher da unten ist. Also ja, es ist nicht immer 100% sicher im Höhlensystem. Aber es gibt ja halt schon Phasen zwischendurch, wo man in Ruhe arbeiten kann. So. Na gut. Zup, 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 zup. Wieder hoch. F1. Keine Goblins. Keine Probleme. Sehr gut. Stockpiles hier sind noch am rumwuseln. Und die sind doch hier oben auch am Essen. Ja, das ist ja immer noch der Aufenthaltsraum. Das heißt, sie gehen wahrscheinlich runter, trinken was, schnappen sich irgendwas zu essen, kommen dann hier hoch, essen das Essen und unterhalten sich. Also bauen wir hier mal ganz viele Bodenplatten. So. Sehr schön. Und zwar alles aus Granitblöcken, wenn wir dann noch genug haben. Granitblock da. Zack. Gleich nochmal. So. Ich sollte die ganzen anderen Blöcke mal vernichten einfach. Damit es hier ein bisschen übersichtlicher wird. Allgemein habe ich den Atom Smasher, also diesen Zerstörer, den wir gebaut haben, von Gegenständen recht selten benutzt. Dabei wollte ich doch eigentlich recht viel aussortieren. Das können wir also in den nächsten Folgen auch nochmal angehen. Hier oben ist alles schön am Wachsen, sehr gut. Oh, und hier oben ist Stein. Da werden ja keine Pilze wachsen. Das ist nicht gut. Und durch die ganzen Räume müssen wir mal ausbauen. Das hatte ich ja schon vorgehabt, off-camera zu machen. Da werde ich jetzt zwischendurch auch mal einfach so wieder ein paar Bodenplatten reinsetzen. Was wir an Micromanagement auch noch machen können und auch unbedingt sollten, ist jetzt, da wir einen einigermaßen stabilen Hammertrupp haben, dass wir die Zimmer so einrichten, wie es dem Zwerg gebührt. Das erkläre ich mal ein wenig genauer. Ich gehe mal jetzt auf Z für Zustand und dann Enter. Da sieht man hier irgendwo. Haben die Farben schon wieder geändert? Nee, haben sie nicht. Hier sieht man, was für Ressourcen er gerne mag. Er hier zum Beispiel mag gerne Rhyolit. Er mag Stahl, er mag Lavenderjade, er mag Kristallglas, Höhlen, Schwalben, Knochen, eine Schnapperschildkrötenhaut, also Schale. Er mag gerne Handschuhe und weiße Störche. Wenn es möglich ist. Bevorzugt sie Whip Wine zu trinken und sie mag Whip Wine Mehl. Sie hasst Hamster absolut. Okay. Das ist jetzt nicht gerade so praktisch, was sie so an Vorlieben hat. Aber wir könnten zum Beispiel irgendeinen Mechanismus oder eine Statue aus Stahl dahinstellen, wenn wir dann später die Ressourcen überhaben. Natürlich bauen wir da zuerst raus Waffen und Rüstung, aber später sollte man aus diesen Materialien, die sie halt gerne haben, Gegenstände in deren Raum bauen. Denn gerade unsere Miliz ist sehr wichtig, dass die psychisch einigermaßen stabil sind, weil die öfters mal Freunde haben, die sterben. Und so kann man dem ein bisschen entgegenwirken. Der Haken an der Sache ist halt, dass die Räume wirklich sehr personalisiert sind. Und sobald einer der Zwerge stirbt, muss man die ganzen Räume quasi abreißen und neu aufstellen, also neue Statuen. Und Kabinetts und was auch immer. Also die Statuen sind ganz gut, um Sachen aus Metall zu bauen. Oder Mechanismen halt. Und aus Holz kann man dann die Kabinetts oder das Bett selber bauen. Also ja, das könnten wir einmal auch on-camera machen. Und danach mache ich das dann nach und nach in den anderen Räumen off-camera. So, das soll auch erstmal reichen.
für diese Folge. Falls ihr, wie gesagt, Vorschläge habt, immer her damit und wir gucken, wie viel wir davon umsetzen können. Also dann, bis gleich.